Hallo Leute, willkommen zurück zu Euro Truck Simulator 2. Immer noch auf dem Weg nach Padova, glaube ich. Immer noch mit Darcy. Ja, hallo zusammen. Ja, ohne große Umschweife würde ich einfach sagen, wir fahren einfach weiter. Ja, geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Ich habe wieder nichts zu essen gekriegt, weil du dich wieder irgendwo hingestellt hast, wo es nichts zu essen gab. Ja, dann muss das nächste Mal bitte jetzt endlich mal was mitnehmen. Man, das kann es ja nicht sein. Ja, warum? Du bist unmündig. Du bist der Gastgeber. Der Gastgeber hat fürs Essen zu sorgen. Du bist der Anhalter, der mitfährt. Muss ich jetzt schon für meinen Anhalter Essen besorgen, oder wie? Ja, natürlich. Genau. Ein guter Gastgeber hat immer für seine Anhalter irgendwas dabei. Also? Ja. Okay. So finde ich das. Also doch. Ich finde das so gut. Das Problem ist halt, ich kann da nicht wirklich was geben. Das wird ein bisschen schwierig. Ich meine, ich kann das per Post schicken, was du willst. Ich glaube, bis das bei dir ist, ist das abgelaufen. Ja. Ja, warum wohnst du auch im Ausland? Das frage ich mich auch, warum du im Ausland wohnst. Ich wohne nicht im Ausland. Ja, für mich schon. Ach, für dich. Ja, das letzte Mal haben wir uns ein bisschen über die EU ausgelassen. Ja, über... Was bist du für eine Flasche da mit deinem scheiß Audi? Bleib ja, einfach mitten auf der Autobahn stehen. Über diese nette Regeln, die die EU für uns alle so erlässt. Genau. Was ja alles so sinnvoll ist. Ja, bitte, das Ärgste, was ich jetzt gehört habe, oder das war, glaube ich, der letzte Auftrag, den sie in Auftrag gegeben haben. Das war jetzt gutes Deutsch. und zwar haben sie ja die WC-Spülung, glaube ich, war das. Haben sie ja überprüfen lassen, wie viel Liter ein Mensch wirklich braucht. Oder ein Erwachsener, was auch, wie sie es auch immer nennen möchten. Und da sind sie irgendwie zu dem Ergebnis gekommen, glaube ich, dass 5 Liter reichen pro Spülung. Ja. Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Ja, ich glaube 5 Liter oder 5,3 Liter oder irgend sowas in dem Dreh rum war das. Aber ich meine, das kann auch nur der EU einfallen, das kann auch nur in Brüssel ist das, glaube ich, oder? Das ist in Brüssel, ja, oder in Straßburg. Gibt ja beide Unterlassungen. Das kann auch nur denen einfallen, dass die so eine wie sagt man, eine Studie in Auftrag geben. Ja, Forschung. Wenn man mal rechnet, wer kommt eigentlich auf die Idee, sowas durchzuführen? Warum? Dann muss auch jedem ein Abgeordneter sein, dem es stinkt langweilig ist, dass er überhaupt auf so eine Idee kommt. Ja, wie gesagt, wir haben ja keine anderen Probleme dafür, also über die wir vielleicht nachdenken sollten. Da denk mal lieber drüber nach, wie viel Liter die Häuslerspülung verbraucht. Ja, und wie man das regeln kann, dass das pro Spülvorgang nur noch so und so viel Liter abgelassen werden. Und dass man dann halt versucht, im Endeffekt die Leute zu zwingen, dass sie dann umrüsten müssen auf neue Toilette. Das ist echt hirnrissig. Gut, als Firma, die sowas meinetwegen herstellt, die kann sich darüber natürlich freuen. Die lachen sich natürlich kaputt. Aber für Leute, die Häuser besitzen oder Mieter, könnte das ein sehr teures Vergnügen werden. Ja, wenn sie das mal durchkommt. Ja, sie werden jetzt hoffentlich aber nicht sagen, dass bestehende Anlagen auch umgerüstet werden müssen. So, das ist ausgebringt. Ja, das ist die Frage, wie stark die Lobby dahinter ist. Ja, dann zahlt man es. Ja. Dann mache ich es, ja, ansonsten nein. Aber außerdem, wie wollen sie das prüfen, ob du das machst? Schicken es da einen Kontrolleur zu dir nach Hause und der misst, wie viel Liter dein Spülkasten rauslässt? Ja, sie können ja hier bei uns in Deutschland, können sie ja die GEZ-Leute nehmen, die den Fernsehen überprüfen, da die ja jetzt sowieso weniger zu tun haben, weil das ja bei uns umgestellt ist pro Wohnungseinheit und nicht mehr pro Mensch, sondern bei uns bezahlt man halt jetzt pro Wohnungseinheit. Was früher war das für euch? In der Wohnung wohnen. Also es haben sie ja bei den Leuten weniger zu tun. Dann kommen die jetzt eben vor der Türe. Wir wollen nicht mehr wissen, ob sie einen Fernseher haben. Wir wollen nur noch wissen, welche Toilettenspülung sie haben. Was, bei euch war das früher echt pro Person? Also egal, wenn da jetzt 4 Leute in einem Haushalt gewohnt haben, haben vier zahlen Leute, müssen. Ja, wenn die 4 Leute, sagen wir mal so, wenn die nicht verheiratet waren
Und wenn sie ein eigenes Einkommen hatten, musstest du bezahlen. Wenn du zum Beispiel eine Familie hattest, hier ein Mann, Frau, die haben nur für sich bezahlen müssen, hatten die aber jetzt zwei Kinder. Wobei ein Kind meinetwegen schon 22 oder 23 ist und ein eigenes Einkommen hatte, musste das auch bezahlen. Das für eine Regelung. Nur, es war früher aber gerechter. Wer früher gesagt hat, ich habe keinen Fernseher, der brauchte auch keine Fernsehgebühren bezahlen. Jetzt ist es so, ist egal, ob du Fernseher hast oder ob du Fernsehen gucken kannst, du musst bezahlen. Das heißt also, ein Arbeitsloser, der sich zum Beispiel keinen Fernseher, sagen wir mal, leisten will, weil das vom Strom her Geld kostet oder der Fernseher halt auch Geld kostet, der brauchte bis vor das Jahr nichts dafür bezahlen, der muss aber jetzt die vollen 18 Euro im Monat dafür bezahlen. Dafür, dass er Fernsehen könnte, wenn er Fernsehen hätte. Ja, weil er hat die Möglichkeit. Jetzt gilt es einfach so, wenn du die Möglichkeit hättest, musst du halt zahlen. Und jeder, der eine Wohnung hat, hat heutzutage eben die Möglichkeit, auch Fernsehen zu sehen. Gut, dann oder Leute, die früher nur Radio gehört haben, brauchten früher nur 5,90 Euro zahlen. Oder die nur ein Internet hatten, also für Computer, für Internet. Dafür habt ihr auch vorher zahlen müssen. Ja. Okay. Und wer jetzt nur einen Computer zu Hause hat mit Internet, muss auch 18 Euro zahlen. Und, zum Beispiel hat ZDF und ARD, also unser öffentlich-rechtlichen, dieses Jahr schon 500 Millionen zusätzlich eingenommen, weil die nehmen im Jahr knapp 8 Milliarden Euro Fernsehgebühren ein. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Das ist echt ein und Wahnsinn. Und trotzdem ist die ARD und die Sendeanstalten am Rumklagen, dass sie mit dem Geld nicht auskommen, dass sie verpleite gehen und so. Trotz, dass sie 8 Milliarden kriegen und zusätzlich noch die Werbeeinnahmen, weil auch die Öffentlich-Rechtlichen ja auch Werbung zeigen. Jetzt weiß ich aber endlich, wie es bei uns auf die blöde Idee kommt, dass sagen, sie wollen das bei uns jetzt umstellen, du brauchst keinen Fernseher haben. Sobald du im Versorgungsgebiet wohnst, also sobald du die Möglichkeit hast, dass du Fernsehen könntest und eventuell den ORF anschauen könntest und auch eventuell Radio hören könntest, also eh ungefähr 99% von Österreich, ja, musst du zahlen. Ja, das ist wie bei uns jetzt ist. Weißt du, wenn sie ehrlich gewesen wären, hätten sie einfach so gemacht wie die privaten Fernsehsender, die in HD senden oder Sky, wo sie einfach sagen, wer es sehen will, muss einen Decoder haben, wir verschlüsseln das Öffentlich-Rechtliche. So, und wer es dann sehen will, der zahlt halt seine 18 Euro im Monat. Und wer es nicht sehen will, der bezahlt eben auch nichts, weil er es eben nicht sehen kann, weil es verschlüsselt ist. Nur, die haben halt Angst, wenn sie das so gemacht hätten, dass das eben 60-70% das Fernsehen abbestellt hätten oder beziehungsweise gar nicht erst bestellt hätten. Ja, sicher. Und dann hätten sie keine 8 Milliarden mehr eingenommen, weil man muss sich diese Summe wirklich mal auf die Zunge zergehen lassen. Die Fernsehanstalten nehmen 8 Milliarden Euro im Jahr durch Gebühren ein. Eine Wahnsinnssumme. Und poppt trotzdem mit der Summe nicht aus für ihre Fernsehprogramme. Ja, dann sollten es mit den Rechteinhabern mal ein bisschen besser verhandeln. Ja, wenn ich hergehe und zahle für Bundesliga-Übertragungen paar hundert Millionen, ja, steht für mich in keinem Verhältnis. Nein, für mich auch nicht. Aber das ist wieder so eine Prestige-Sache, das wollen sie haben und. Ja. Ja, Angebot und Nachfrage. Regelt ja, den Preis. Oder wenn halt Olympische Spiele sind oder Fußball-WM, überhaupt diese Großveranstaltungen, was das alles kostet. Natürlich wollen sie es übertragen, aber warum muss zum Beispiel ZDF und ARD bei Olympischen Spielen gemeinschaftlich dahin fahren? Warum müssen beide Anstalten dahin fahren? Es wird doch auch reichen, wenn eine hinfährt mit einer Mannschaft und das überträgt von da aus und die andere Mannschaft oder die andere Sendeanstalt übernimmt das dann einfach. Nein, aber da fahren beide Anstalten hin. Warum muss es in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie viele Sendeanstalten es gibt von der ARD, ich glaube
um die 12, 13 Sendeanstalten. Warum? Oder die Radiosendung. Warum muss zum Beispiel ein WDR, der bei mir in dem Sendegebiet am Senden ist, warum muss der mindestens 5 Sender, Radiosender haben? Das ist eine gute Frage. Ja. Oder auch hier, WDR zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Das ist ja auch hier das dritte Programm der WDR in Nordrhein-Westfalen. Der hat noch seine Regionalprogramme. Du hast einmal diesen, das dritte Programm von WDR selbst und dann hat er noch seine Regionalprogramme, wo er dann auch nochmal, glaube ich, 10 oder 11 separate Kleinsender existent sind, die dann aus bestimmten Stadtgebieten senden, wie Köln, Düsseldorf, Dortmund und sowas. Okay. Ich sehe das absolut als Geldverschwendung an. Ups, und springen und nochmal springen. Aber wenn das so ist, das reicht, dass ich im Versorgungsgebiet wohne, dass ich in Zukunft zahlen muss, ja, dann gehe ich morgen auch aufs Amt und beantrage einmal Kindergeld. Ich meine, ich habe zwar keine Kinder, aber Vorrichtung ist vorhanden, also gehen wird. Ja. Es ist, wie gesagt, ist wieder so eine Schnapsidee, also. Ja, es ist einfach nur Abzocke. Ja, Geldmacherei, mehr nicht. Ja. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass es öffentlich-rechtlich ist. Wo fahre ich eigentlich hin? Du sagst nichts, dass ich da rein muss? Ne, ich sag nichts, weil ich das gerade nicht gesehen hatte. Ich hatte gerade Standbild bei Skype. Okay. Deshalb konnte ich das nicht darauf hinweisen. Ab zu hast du bei Skype einfaches Standbild ein paar Sekunden lang. Und ich hatte jetzt als letztes, warst du gerade bei dieser Schwelle am drüberfahren, bei der ersten, und seitdem stand das Bild. Okay, na dann fahren wir eine kleine Runde in Padova. Ja, ja. Deckst du wenigstens da das Fragezeichen auf? Ja, aber das ist halt das Übliche, weil, wie gesagt, ich habe nichts gegen Öffentlich-Rechtliche, aber dann möchte ich auch ab und zu mehr sehen und was interessant gemacht ist, und möchte im Öffentlich-Rechtlichen nicht denselben Müll sehen wie den in andere sind auf RTL dem 2, RTL, Sat1, weißt du, diese Pseudodokumentationen, weißt du, bei ARD und ZDF, die ja auch teilweise mittlerweile senden. Oder hier die Daily Soaps und so ein Scheiß. Da möchte ich auch ein bisschen anspruchsvolleres Programm sehen. Ja, ist bei uns das gleiche. ORF spielt auch den ganzen Tag. Also die Melker mittendrin, How I Met Your Mother und wie die ganzen Serien heißen, rauf und runter. Ja. Ja, und dafür soll man dann, oder soll man, man muss 18 Euro im Monat dafür bezahlen. Ich finde das auch ein ziemlich starkes Stück Geld, 18 Euro. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel es bei uns ist. Ich glaube, aber auch sowas in der Richtung. Ja, ich finde es einfach mit der neuen Regelung auch ungerecht, dass du als Einzelperson, wenn du alleine lebst, auch 18 Euro bezahlst und jemand, der heute nach der neuen Regelung mit 4 oder 5 oder 6 Leuten in der Wohnung lebt, die zahlen auch nur 18 Euro. Kann man jetzt streiten drüber, aber grundsätzlich... Ja, ich finde es eigentlich nicht gerecht. Weil also ich finde die Geschichte, dass pro Haushalt ist doch gescheiter, als wenn es da jemand ist, wenn es da ein Haushalt bist und du hast 3 Personen, dass da 3 Personen zahlen müssen für einen Haushalt. Ja, aber wenn auch da alle 3 Personen ein Einkommen haben, warum ist es dann nicht gerecht? Guck mal hier, sagen wir mal, alle 3 verdienen 1500 Euro und du selbst als alleinstehende Person verdienst auch 1500 Euro. Dann ist das doch nicht gerecht, dass alle 3 18 Euro zusammen bezahlen und du alleine auch 18 Euro zahlst. Ja, stimmt auch wieder. Aber es kommt irgendwie komisch, wenn es da, weiß nicht wie viele, wurscht, wenn da 4 Leute in einer Wohnung wohnen und du zahlst 4-mal für einen und denselben Anschluss eigentlich. Das wäre das gleiche, du hättest irgendein Kabelanbieter und würdest 4-mal die Grundgebühr zahlen. Ja, aber gut. Aber du musst halt rechnen. Nach der alten Regel haben ja nur die bezahlen müssen in der Wohnung, die ein eigenes Einkommen hatte und wenn sie nicht verheiratet waren. Weil sobald du verheiratet warst,
brauchten die beiden nicht bezahlen, Kinder brauchten auch nicht bezahlen, erst wenn die Kinder ein eigenes festes Einkommen hatten. Also für Familien hat sich da drin nichts geändert. Es hat sich was für Wohngemeinschaften geändert. Nur bei Wohngemeinschaften, auch wenn die in einer Wohnung leben, da hat ja meistens jeder seinen eigenen Raum und jeder seinen eigenen Fernseher. So kenne ich das von Wohngemeinschaften oft. Ja, stimmt auch wieder. Ja, hast recht. So, und die stehen sich jetzt besser. Gut, ja, wir fahren einmal in die City, oder? Fahren wir mal eine Runde schlafen. Ja, reparieren brauchst du nicht, hast ja nur 1% oder so. Schaden. Sicher nur die Reifen. Ja, das ist der normale Verschleiß. So. Die Strecke sind wir eh noch nicht gefahren, also. Ja. Sieht kennen wir ja noch gar nicht. Gibt es hier zwei Werkstätten? Ich dachte, ich hätte jetzt zwei rote. Gibt es zwei, ja. Ist auch seltsam, gell? Ja, habe ich also bis jetzt auch so in noch keiner Stadt erlebt, dass es zweimal eine Werkstatt in der Stadt gibt. Na komm, fahrt. So, das Fragezeichen haben wir bei der ersten Fahrt nicht aufdeckt. Ja. Was nicht, nein, das haben sie ja mit Patch 1.7 geändert, dass du jetzt bei den Arbeitsämtern auch nah ranfahren musst. Okay. Nicht mehr wie früher. Ist aber mühsam. Ja, weil früher braucht es ja nur halbwegs in der Nähe sein. Dann war das Arbeitsamt aufgedeckt. Jetzt musst du auch, genauso wie bei LKW-Händler, ganz nah ran. Aber das Fragezeichen da hinten wird der LKW-Händler da sein, der Iveco. Iveco, du kannst das lesen? Ja, ich hab Brille. Ich hab Brille. Aber ja, das dürfte ein Iveco sein. Wie, konntest du das nicht lesen? Doch, kaufst du eine Brille. Ich hatte es noch gewundert, dass du das über den Stream lesen kannst. Ja, manchmal ist das verwunderlich. Manchmal ist die Übertragung bei Skype gut, manchmal ist sie auch unter aller Würde. So, eigentlich hätte ich gleich da stehen bleiben können, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Aber egal. Fahren wir zu anderen Schlafen. Wir haben's doch. Genug Sprit im Tank. Ja. Oh, gleich grün. Bis der weg wird, bin ich schon lange ab. Ja. Hallo Motorradfahrer. Klatsch. Schauen wir, ob es Anbauteile gibt. Ja, schau mal, was es da so Schönes gibt. Du hast ja auch einen neuen Mod jetzt drin. Ja, schauen wir mal, was wir für unseren schönen Scania, wollte ich jetzt sagen, kaufen könnten. Ja. Da wird alles wieder zurückgesetzt, das ist doof. Ja, aber solange du nicht kaufst, wenn du nur abbrichst, kannst du es ja angucken. 100 Euro kostet das? Ja, die sind preisgünstig. Dafür ist es immer in Logo schwarz. Nee, das musst du alles noch separat. Das, normalerweise hättest du jetzt auch, wenn du nicht vorher schon ein Gehäuse gehabt hättest, hättest du jetzt auch keine Lampen unten drin gehabt. Da wären jetzt auch leere Löcher. Weil dann auch, guck mal, auch geh mal ein bisschen näher ran an deine Windschutzscheibe. Oben. Siehst du, dass du keine hast? Welche Scheinwerfer? Was meinst du? Die Scheinwerfer. Wäre normalerweise, wenn der Truck neu wäre, wären da jetzt auch leere Löcher nur. Und so. Deine Windschutzscheibe existiert auch noch nicht. Du hast noch keine Windschutzscheibe, die musst du gleich erst kaufen. Jetzt hast du wieder eine Windschutzscheibe. Okay. Also ich könnte jetzt das große Gehäuse verpassen, muss ihm dann eine... Ja. So, da hast du unterschiedliche... Siehst du, da hast du jetzt keine Lichter, Lampen mehr drinnen. Siehst du das? Okay. So, die kann man dann auch gleich erst kaufen. Ist er da jetzt tief gelegt oder was? Ja, einmal tief gelegt und einmal normal. Einmal dem mit den Doppelantriebsachsen tief gelegt und normal. Und das kostet auch noch 100 Euro. Ja, ich habe immer die normalen genommen, weil ich weiß nicht, wenn der tief gelegt ist, ob man da nicht bei den Schwellen und so Probleme bekommt. Ja.
Ist halt die Frage, ob ich den E-Main wirklich aufrüsten will, wenn ich jetzt dann irgendwie mir einen Ja, anderen dann Truck hole. kostet dich ja noch nicht so viel. Bis jetzt hast du ja noch ein Plus. Stimmt. Ja, ein stärkerer Motor würde ich auf jeden Fall schon mal wieder reinnehmen. Da waren schon nur mehr minus 17.000. Getriebe ist schon Wie das Bessere gesagt, drin. da bleibt ja auch eigentlich. Ja, Standard exklusiv brauche ich Ja. aber nicht. Farbe ist mir egal, dabei bleibt er so und da geht's los. So, jetzt musst du vieles einbauen. Weil jetzt hast du mehr Auswahl. Ich würde dir raten, fang hinten an. Fang hinten beim Reifen an, da hinten. Du kannst jetzt unten die Reifen, klick mal unten auf die Reifen, da könntest du Räder wechseln. Ist die Geschmackssache, ob man die wechselt. Aber da drüber ist auch noch so ein Punkt. Ja, da die. Da kannst du Okay. die Bremstrommeln unterschiedliche Farben geben. Wenn du jetzt da mal draufklickst, siehst du die innen drinnen im Radkasten da. Okay, schaut aber seltsam aus bei einem Truck, sag ich mal. Ja, stimmt. Also eher nicht. Das heißt, ich habe auch hinten keine So, da kannst du jetzt auch auswählen. Standard. Da hast du keine und Doch, das sind da welche, ist oder? nur. Ja, den musst du aber noch einbauen. Guck noch mal eben langsam. Siehst du jetzt die roten Punkte? Da musst du jetzt erst Ach Lichter du einbauen. Ja. Oh Gott. Positionslicht, Lichter, Bremslicht. Weil sonst hast du nämlich keine Lichter da drinnen. Oder LED kann ich einbauen. Oh Gott, was hast du mir dafür eine Mod empfohlen? Das ist Unterbodenlichter. Okay. Je mal oben auf der rechten Seite Licht einschalten. Oben? Ne, rechte Seite. Da. Was jetzt mal, Sieht ja, man nicht sieht man wirklich. jetzt. Sieht man hier leider nicht. Weil meistens bei den normalen Lichtern kannst du also sehen. Okay. Da hast du aber noch, glaube ich, noch einen Punkt in der Mitte. Guck mal da diesen, was den Das ist nochmal war. das Mudguard, also. Ach so, das sind die Abdeckungen. Ja, die würde ich auf jeden Fall für die Räder nehmen. So sieht besser aus. Welche du nimmst, ist Geschmackssache. Lackiert oder schwarz? Lass mal lackiert. Schwarz, oder? Ja, ist Geschmackssache, was einem da besser Aber ich gefällt. glaube, hinten lasse ich die Standard leuchten. So, dann geht's da oben weiter. Das ist auch nur wie die Halterungen von den Windabweisern, ob aus lackiert, Chrom und so, die siehst du aber im Spiel auch eigentlich nicht großartig. Was? Slot-Kabin? Oh So, dann kannst du Gott. nämlich da auch ringsrum Lichter einbauen. Austoben. Ja, das ist was, wenn du einen Weihnachtsbaum fahren willst. Also Weil das du kannst jede rote Punkt, kannst eine Lampe für einbauen. ist ja schlimm erst. Das ist ja echt schlimm. So. Spiegel. Ja, Chrom. da. Lackiert. Ich tendiere da immer eher zu lackiert. Ja, schaut besser aus. So, den Punkt da drunter. Achso, bist du erstmal bei dem. Da drunter musst du auch auswählen, welche Scheibe du reinsetzt. Sonst hast du nämlich keine Seitenscheiben. Brauchen wir nicht, wir fahren mit dem Cabrio. Ja. Da kannst du also unterschiedlich, ob die getönt sind oder nicht Sieht man getönt. das dann, wenn man drin sitzt, Ja. auch? Nee, wenn du drin sitzt, sind sie klar. Nur von außen halt wirken die anders. Okay. Muss sehen was. Leute, ich glaube, das wird, eine längere Folge. Nummernschild kannst du auswählen, ob das eine Farbgebung drüber hat, Lichter. Okay. Blaue Lampe, Xenonleuchten. Ja, jetzt kannst du nämlich erst Lampen einbauen. Mit LEDs sieht man das dann im Spiel ja, oder? Geht das? Das Ja, schaut wie schon im geil Spiel aus. hier siehst du halt nur die normalen Lichter jetzt. Du siehst jetzt zum Beispiel Fernlicht und sonstige nicht. Gibt's auch verschiedene Versionen. Ja. Na, servus. Na, servus. Was haben wir da? Wahrscheinlich dann die normalen. Achso, das sind die dritt. Das sind, Ja. ja, ist mir egal, eigentlich. Nein, da kann ich auch 100.000 Lampen drauf geben.
Ja, klick mal da oben links. So. Okay. Und da kannst du jetzt also auch zusätzlich Lampen einbauen. Das ist normal für die Absperrung, das ist. Fürs Licht, okay. Naja, fürs Licht will ich keine Tönung haben. So, was haben wir da? Das ist Okay. dasselbe von eben. Ah, So, und dann okay. kannst ja. Dann der zweite Punkt von unten. Ne, hier mal runter. Der da. Den. Ja. Das haben wir ja schon gerade gehabt. Das war Ach die. so. Was haben wir da? Okay, Das, Frontgrill brauchen wir nicht. den da solltest du auswählen. Das ist die. So, damit das nicht ganz so monoton aussieht. Wobei ich da auch eher auf die Farbe gehen würde. Oder eben auf Chrom. Normal, Chrom. Nein, immer Chrom. Chrom-Shot. Bling-Bling-mäßiges. So, was haben wir da? Slot Cabin. Kannst du viele Lichter einbauen. Das geht da runter, da kannst du Blinker einbauen, Danke. Blinklichter und Das überlasse ich anderen. so. Und da ist dasselbe Spiel wie jetzt unten gewesen ist, Wenn damit wir du wieder da oben Chrome nehmen, nehmen hast. wir da auch Chrome. So, das werden jetzt die Scheiben sein. Ja, da kannst du jetzt auch wieder auswählen. 75. Wie bei den Seitenscheiben. Ja, wurscht, lass mal. Wenn man es von drinnen eh nicht sieht, ist ja wurscht. Denk an die zwei Punkte da daneben noch. Nee, da, ja, genau. Weil du kannst dann natürlich auch Fahrradschilder nehmen, die unterschiedlich Okay. lackiert sind. Das ist ja abartig. Ja, So, das heißt, wir kriegen jetzt, wenn man so nehmen, 12.000 zurück. bis jetzt hast du noch 12.000, die du zurück. Was habe ich vergessen? Ja, du, so, oben Sonnenblende noch. Habe ich schon? Falls du dann eine andere haben willst. Habe ich schon eine ausgewählt. Gut. Dann könntest du noch einen Dachträger bauen. Da gibt es bis jetzt aber nur diese komischen. Und da kann ich wieder 7 Milliarden Licht einbauen. Ja, So. oder auch mit Buchstaben oder Zahlen. Mein neuer Truck hat meinen Namen vorne draufstehen. Geht sich, glaube ich, bei der nicht aus. Ne, bei deinem Namen geht es, glaube ich, nicht ganz aus. Also nicht Sonnenblende. Hat die mehr? Ja, sind versetzt. Ja. Da hast du 6 Stück. Da, bei meinem Namen hat's gereicht. Bei deinem. Dann geht es um einen nicht aus. Ja, du brauchst einen mit 7. Schade, schade. Ja, wie gesagt, du kannst normale Lichter reinbauen, kannst Zahlen reinbauen. Du Was sind das? Wo hat musst das jetzt Lichter das mal eben Slot? ausmachen. Mach mal eben das Licht aus. So, da. Dann siehst du das besser. Es ist ja schlimm. Das ist ja echt schlimm. Slash A. Achso. LEDs. Ja, Leute, ich weiß, die Folge ist schon sehr lang. Wir haben schon 28 Minuten, aber das ziehen wir jetzt durch. Haben uns da einfach ein paar Blink-Blink-Lampen drauf. So, zwei pro Seite reichen. Damit ist da. Okay, die Ja, das passt Rundumleuchte geht noch dann. nicht. Muss ich jetzt das Innenleben auch kaufen? Ne, was ist da? Ja, das ist doch schon. Und sonst innen drin kannst du nichts zusätzlich anbauen, also folgedessen war es das eigentlich. Also wie gesagt, wer jetzt auf richtig Bling Bling steht, also viel so einen Weihnachtsbaum fahren will, der kann sich hier stundenlang mit beschäftigen und riesig auswählen. Die auch beleuchtet oder? Ja, welche hast du denn da jetzt gewählt? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Na, die Nee, darunter die ist mit Lichtern. So. Borggrün. Auch grün. Ja, oder? Ja. So, Red, White, Yellow, Standard, dann halt. Okay, Ja, dann. ein Haufen fehlen. Okay, lass mal so. So, fehlt sonst noch was? Nee, sonst hast du jetzt das, was du einbauen kannst, hast du jetzt drinnen. Und trotzdem kriege Alles ich andere. 3.500 € zurück, obwohl er stärker ist, das größere Fahrwerk hat. Ja. Ja, weil durch den Mod ist das Gehäuse billiger geworden. Okay, na gut. Da kann man nur noch ein Dings, das wird das. Ja. Wird schon so nehmen, oder? Ja.
Also ich stehe auch nicht so auf die ganzen Lichter. Das kann man ja theoretisch in der nächsten Folge oder so machen. Ja. Und es ist Gott sei Dank gerade mal Nacht. Musste F4 drücken, damit du erstmal diese Zusatzdinger so einschaltest. So. So, wenn du jetzt von außen guckst. Das schaut doch ganz nett aus, oder? Ja. Ja, gut, so zwei, drei Lichter könnt ihr noch zusätzlich vertragen. Ja, das lasse ich meine Leute vielleicht entscheiden, was sie Ja. noch drauf haben wollen. Ja, Leute, macht einen Weihnachtsbaum Naja, draus. übertreiben braucht man es bitte nicht, aber ich sagte Vorschläge und nicht, dass ich mich dran halte. Also und nicht unbedingt dran halte. Doch, müsste ich dann dran halten. So, dann parken wir da ein, haben eh schon 31 Minuten und. Ja, war eine lange Folge. Richtig. Werden wir gleich mal eine Runde schlafen, damit es Tag ist. Ist das hell. Gut, Leute, ich sag mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt wieder mal und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ja, ich sag auch Ade.